Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill. Im letzten Part, ja, hatte ich am Ende so ein bisschen Probleme zu finden, wohin es denn nun eigentlich geht. Die positive Meldung ist, ich bin eigentlich relativ sicher, wo es weitergeht. Die negative Meldung ist, dass wir dafür ein Rätsel lösen müssen. Jo, und außerdem habe ich nachgeguckt wegen dem Jagdgewehr. Und ja, es hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich war sowieso schon sausicher, dass ich es irgendwo vergessen habe. Ja, und da habe ich nur ganz kurz nur nach dem Jagdgewehr geguckt im Internet. Und tatsächlich, jo, es war schon beim ersten Kampf gegen diesen komischen Wurm da in der Stadthalle oder der Town Hall von Silent Hill. Da soll es an einer Wand gewesen sein. Ich hätte mich wohl nach dem Kampf noch mal besser umsehen sollen. Tja, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Endkampf ohne Jagdgewehr bestreiten, wenn wir denn dahin kommen. Jo, der Aufzug hier funktioniert nicht. Das war der andere. Ja, dieser hier. Tja, ich bin mal gespannt. Endkampf ohne Jagdgewehr, das wird wahrscheinlich schwierig. Da habe ich es mir selber schwieriger gemacht. Denn zurück kann ich nicht, das habe ich schon probiert. Da habe ich keine Chance. Von daher, jo, müssen wir das wohl schaffen. Ja, und hier waren wir ja schon und hier sind ja auch diese beiden Rätsel. Und da ich nichts anderes gefunden habe, ich habe wirklich nochmal alles durchgelaufen, teilweise sogar zweimal durchgelaufen und habe wirklich in jede Ecke geguckt, so ungefähr, habe nichts mehr gefunden und bin jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier diese Rätsel lösen müssen, damit wir hier irgendwas Neues bekommen. Was ich noch eben gesehen habe, als ich schon mal kurz hier drin war, diese Bilder haben wir uns noch nicht angeguckt. Das sind wahrscheinlich die Hinweise zu dem Rätsel. So, dieses Bild hier. Das Licht für die Zukunft. Jo, interessant. Eine Frau, die den Himmel anfleht. Und daneben liegt einer auf dem Boden und rechts ist irgendwie so ein Stab oder sowas. Das Li Entschuldigung. Das Licht für die Zukunft. Und hier rechts das Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay, hier hält einer einen Stab aufrecht. Ne, zwei wollen mit ihren Waffen auf so einen Typ einschlagen, der da irgendwo hängt. Grausam. Jo, aber wie das jetzt uns den Hinweis gibt, was wir hier machen müssen. Da werde ich euch noch mal, da werde ich mit euch zusammen jetzt noch mal schauen, aber so oft, ich war ja ganz kurz hier offscreen schon mal drinne und so auf Anhieb ist mir da nichts eingefallen, aber ich überlege jetzt noch mal mit euch gemeinsam. Ja, was war denn das erste, das Licht, das die Zukunft enthüllt oder so war das? Also ich kann jetzt hier jeden einzelnen Pippel, ja, irgendwie betätigen. Ich mache jetzt hier nur so sinnfrei was gerade, weil es schön aussieht. Es wird zwar auch kaum gewesen sein. Jo. Ja. Aber da gibt es ja wirklich unzählige Möglichkeiten. Da müssten wir schon genau wissen, was wir hier drücken sollen und was nicht. Nicht, und wie uns da dieses Bild hier die Lösung geben soll, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das Licht für die Zukunft. Keine Ahnung. Oder ob wir dann alle drei dasselbe Muster machen müssen in allen drei Kästen oder sogar andere. Also sie hebt ihre Hände und der Stab steht da irgendwie so nach oben. Das Licht für die Zukunft zeigt so nach oben.
keine Ahnung. Keine Ahnung. Zwei unten, einer oben. Jetzt wollen wir sehen. Zwei unten, einer oben. Das stimmt hier mit dem Bild auch nicht überein, oder? Sie ist oben. Hier sind zwei oben, quasi dieser Speer oder was das sein soll. Und die Frau. Okay, die Frau macht ja so eine Geste mit beiden Armen. Das könnte ich versuchen nachzubilden. Aber ich weiß nicht. Also das, wenn, dann ist das echt sauübel, das Rätsel. Wenn das jetzt hier die Arme der Frau sind, die so hochhebt. Nicht wirklich, oder? Hier ein Speer und da ein Mann, der liegt. Ah, nee. Keine Ahnung, ich gucke mal, ob ich beim Rechten vielleicht eher was rausfinde. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay, der hängt ziemlich gerade da lang. Unten sind zwei Typen. Ich habe keine Ahnung, was da gehen soll, ehrlich gesagt. Oder ob man doch noch irgendwo einen anderen Hinweis findet. Das ist jetzt die ganz, ganz, ganz große Frage. Die uns jetzt schon wieder 7 Minuten lang beschäftigt hier. Das geht ja schneller, als ich dachte. Nochmal gucken hier. Okay, Stab. Ja. Ich weiß nicht. Also der Mann hier hängt gerade so. Der Stab hier zeigt so zu ihm. Und der andere Typ. Muss ich nochmal gucken eben. So ein bisschen schräg. Und das ist diagonal, das rechte. Puh. Keine Ahnung. So. Oder so vielleicht dann eben. Nee. Also, das ist mir wirklich unbegreiflich. Die anderen Rätsel waren alle relativ einfach. Also da fand ich sogar das Klavierrätsel einfacher, wenn ich ehrlich bin. Außer, wie gesagt, wenn ich einen Hinweis doch noch irgendwo übersehen habe oder so. Aber ich habe nichts gefunden. Partout nicht. So, diese beiden. Hier kann man auch nur... Sieht wie ein Altar aus, was die wohl verehren. Ich habe da auch schon alles probiert dran zu benutzen. Diese ganzen Teile, also... die Schlange im Symbol für Quecksilber versinnbildlicht die Alchemie. Das Amulett ist ein sternförmiger Gegenstand mit 6 Ecken, benannt nach dem Magier aus der Antike. Oder ob man diese Dinger da abbilden soll. Salomon und Merkur. Das glaube ich jetzt auch nicht. Vertragsring. Nee. Ich habe keine Ahnung. Und so einen Stern könnte man da auch schlecht...
machen. Tja, Leute. Ich bin am Ende. So ziemlich, muss ich sagen. Aber ich will auf Teufel komm raus nicht irgendwo nachsehen. Weil... das habe ich einmal gemacht in diesem LP und ich möchte es nicht nochmal machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach warten, bis ich alle diese Parts hochgeladen habe. Das kann noch eine Weile dauern. Und dann hoffen, dass ihr mir einen Tipp geben könnt, weil... tja... wenn mir noch was zwischendurch einfällt. Die sind auch alle gleich angebracht, die Dinger hier, ne? Einer oben, zwei unten. Hier ist eine Linie. Ach, Moment mal. Stopp, da fällt mir gerade was auf. Ach nee, es ist beide Male unten eine Querlinie. Und oben auch eine Querlinie. Auf beiden Bildern und dann zwischen den Balken. Ja, richtig. Das, was damit zu tun hat, stellen wir uns mal eine Querlinie hier und einen Balken unten und oben vor. Ja, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und unten säßen dann die drei Dinger. Das Licht für die Zukunft. Nee. Hat das mit dem Satz was zu tun? Licht für die Zukunft? Wenn man alle anmacht, die sind ja alle an, dann wäre das Licht. Leute, es ist jetzt schon fast wieder eine Viertelstunde hier. Und ich habe keinen Peil. Kein bisschen. Muss ich zugeben, habe ich wirklich nicht. Ich habe das Rätsel damals gelöst und ich meine auch ohne irgendwo nachzuschauen. Verdammte Axt, auch wenn es lange gebraucht hat. Damals konnte man ja auch noch gar nicht nachschauen. Es gab noch kein Internet. Zu der Zeit, wo das Spiel kam. Oder vielleicht die Anfänge davon, ich weiß es nicht. Ich hatte jedenfalls noch keinen PC zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich werde jetzt an dieser Stelle hier unterbrechen, nach einer Viertelstunde. Falls mir irgendwann noch was einfällt, jo, dann werde ich, ich setze jetzt ja auch mal ein Safe State, dann werde ich mich gleich wieder melden, das werdet ihr ja merken, dass ich dann sofort im Anschluss gleich hier weiter mache. Nachgucken werde ich nicht, definitiv nicht. Und ansonsten, wenn nicht, dann, und ihr seht jetzt dieses Video, das jetzt hier gleich endet, wenn ich mich verabschiedet habe, dann könnt ihr mir helfen, weil ich weiß nicht weiter. Jo, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal, euer Dreambird. Ja, da bin ich wieder, Freunde. Es ist jetzt so, ich habe... offscreen noch eine ganze Weile rumgerätselt an diesem Rätsel und mir ist partout auf Teufel komm raus nichts eingefallen und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir nochmal einen Gast eingeladen. Keine Sorge, nur für das Rätsel, der mir vielleicht eventuell helfen kann. Das ist jemand, der das Spiel auch schon mal gespielt hat, ist aber wohl auch schon länger her, der sich vielleicht noch erinnert, wenn er sich erinnert. Dann wird er mir vielleicht nur einen ganz kleinen Mini-Tipp geben. Falls er sich nicht erinnert, werden wir jetzt beide gleich nochmal probieren, das Rätsel zu lösen. Jo, dann begrüße ich den lieben John McLeod.
Ja, hallo, ich meine, was Schlimmeres konntest du ja nicht aussuchen. Ich meine, ja, Verpeiltheit, Rätsel und so weiter, ne? Aber vielleicht hast du ja wirklich Glück und ich kann mich erinnern. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich dachte, das ist für euch vielleicht auch lustig, wenn ihr seht, wie zwei vielleicht nur rumrätseln. Und ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht fällt ja John sofort ein, wie das war. Ja, das ist halt Silent Hill 1 ist bei mir schon sehr, sehr lange her. Also 2 bis 4, da wären die Chancen deutlich größer. Das habe ich mir auch erst letztens noch gesehen und so. Aber, das 1er. Aber schauen wir mal. Jo, gut, also das ist hier der Raum. Jetzt haben wir hier links und rechts zwei Bilder. Ich zeige dir erstmal die Bilder. Das Licht für die Zukunft. Okay, das Licht für die Zukunft. Also hier ist eine Frau zu sehen, die so die Arme hebt. Da ist ein Speer oder was. Und da liegt einer oder so, ne? So ungefähr. Ja. Gut, dann haben wir hier das andere Bild. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Ja, also da hängt einer und dann links einer mit dem Speer, der ihn da auch so. Und rechts ist irgendwer mit einer Axt oder sowas. Okay. Tja, und jetzt haben wir hier diese beiden Tafeln, links und rechts. Ich denke, das linke Bild bezieht sich auf links und Ja. das rechte auf rechts. Und hier zeige ich dir jetzt, Moment. Ja, hier haben wir halt dieses hier. Da können wir halt überall oder eben zurück. Puh, aber auch gleich 3 für ein Bild. Okay. Ja. Und man kann das hell und dunkel machen. Sehe ich das Genau, richtig? genau. Und kann jede einzelne Dings kann man hier hell und dunkel machen. Okay. Und ich habe da schon überlegt, ich kann das ja nochmal sagen. Also erst dachte ich hier, diese Positur von der Frau da irgendwie nachzubilden, aber dann dachte ich, unten zwei, oben einer, so ist es ja auch auf dem Bild. Das was zu bedeuten hat oder so. Und ein paar andere Überlegungen habe ich noch gemacht, das Licht für die Zukunft, dass das vielleicht was bedeutet, aber da muss man ja wirklich ganz genau wissen, was man hier eingibt. Und ich weiß auch nicht, ob ich, und das muss ich auch noch dazu sagen, vielleicht noch irgendwo einen Hinweis übersehen habe. Aber normalerweise ist der Hinweis ja immer ganz in der Nähe oder im selben Raum. An dem Altar da kannst du nichts machen. Da sagt er nur, sieht wie ein Altar aus, was die wohl verehren. Ich kann hier auch keinen Gegenstand, den ich im Inventar habe, benutzen. Das habe ich alles schon ausprobiert. Okay. Also von daher gesehen, Ja. kann ich mir nur denken, dass die Bilder halt irgendwie einen Hinweis drauf geben müssen, was man da einstellen Ja, muss. auf Also jeden du Fall. erinnerst dich also nicht, wie ich da jetzt schon mal merke. Also 100% erinnere ich mich nicht, aber auf jeden Fall die Bilder. Jetzt ist es ja so. Guck dir zum Beispiel mal das rechte Bild nochmal an. Ja, machen wir mal jetzt. Es sind ja 3 Schaltflächen und 3 Objekte auf Person. dem Bild oder Personen, ja. Wenn man jetzt das Licht, das die Finsternis durchdringt, wenn man jetzt das Licht als Speer bezeichnen würde. Also hast Dann du schon mal versucht, den Speer, also das unten links vielleicht nachzubilden, also dass dann so schräg nach oben geht und dieser andere Speer da in der anderen Fläche, der würde ja dann mehr ja, so. ich habe schon mal Folgendes versucht. Ich habe schon mal hier, weil der Mann hängt ja so da, habe ich so gemacht. Und dann der Speer, der ist ja, glaube ich, so. Und dann das andere so andersrum. Das habe ich schon mal versucht, auf jeden Fall. Ja, wobei aber der Speer müsste ja hell sein, wenn ich es richtig verstehe. Weil der Ah, okay, da stimmt, da müsste man natürlich auch drauf achten. Das ist schon mal ein die guter Tipp. Finsternis durchdringt, ja. Also der Mann ist, also der ist in der Mitte ist auf jeden Fall das Dunkle, Ah, weil das es Licht, das Licht. die Finsternis durchdringt. Na ja, alles klar. Das Licht ist in dem Fall der Speer und der durchdringt gleich diesen hängenden Typen da. Probier's mal, ja. Das könnte natürlich sein. Aber was ist dann mit dem rechten? Moment, muss ich noch mal gucken. Ja, Der dessen Ding rechte ist ein bisschen schräger. schräg, na der ja, schräger. Da schauen wir noch mal. So, also was habe ich jetzt gesagt? Der hängt. Also das müsste ja so bleiben eigentlich, von oben nach unten. Hängt gerade Genau, runter. genau. Und, oh gut, ist der jetzt hell oder dunkel? Das ist ja dunkel, weil er die Dunkelheit darstellt. Okay, ist genau. klar. Hier müsste also alles. Ja. Okay. Ja. Das kommt mir schon sehr richtig vor, muss ich sagen.
Wobei ich mir unsicher bin, ob der links, der könnte auch von oben nach unten gehen, ne? Weil der andere ja schon so schräg geht. Ich, also gut, probier einfach mal, wir sehen es ja dann. Gut, dann müsste ich den jetzt so rummachen quasi. Wenn man es abbilden würde, dann müsste der eigentlich ziemlich ähnlich aussehen wie der links. Der war auch so also diagonal. So. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der war auch mehr in dieser Richtung, in der anderen Richtung, meine ich so. Von links nach rechts war der auch, meine ich. Auch, aber ja. Kannst du ja nochmal nachschauen. Ich probiere jetzt einfach mal. Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt... Probier den linken vielleicht mal als komplett von oben und nach unten. Also nicht diagonal, sondern als senkrecht oder... Ja, sagt man doch senkrecht, ne? Senkrecht? Ach so, weil der steht ja fast senkrecht, ne? Ja, ja. Probier's mal. Ja. Okay, ich merke schon, du hast da irgendwie mehr... Das wäre jetzt... So würde ich... Das wäre meine Möglichkeit, ja, aber es scheint nichts zu passieren, oder? Bin muss man rausgehen, damit was passiert, oder? Nee, wahrscheinlich passiert irgendwas, wenn's... Nee. Wahrscheinlich geht die Flamme an. Das denke ich auch. Dann wird die linke Flamme angehen, dann wird die rechte Flamme angehen und dann wird in der Mitte... genau. Aber die Ansätze waren schon sehr gut. Ich denke, wir sind nah dran, ja? Also ja, die Ansätze waren schon sehr gut. Kleinigkeit stimmt noch nicht, ja. Ich schaue jetzt nochmal links. Das war ja... Wir gucken nochmal links jetzt. Also diese... Das Licht für die Zukunft. Also hier durchdringt nirgendwer irgendwen. Hier ist auch dieser Speer, aber... Ja, in dem weiß ich es jetzt auch nicht. Da könnte die Frau für das Licht stehen. Das denke ich auch, weil die erleuchtet ist. Aber wahrscheinlich hat es auch einen Grund, dass sie so, ja, post. Also muss man wahrscheinlich auch so irgendwie übertragen, ne, in die Schaltfläche. Ja, das habe ich eben schon mal versucht vorhin, aber ich versuche es nochmal. Aber dann müsste man ja die Pose der Frau auf alle drei Dinger übertragen und da wüsste ich... Nee, glaube ich nicht. Also ich denke, dass... Ah, nee, Quatsch. Naja, du hast recht. Ja, richtig. Ich weiß halt nicht. Ich würde eventuell vieles, also oben und unten rechts würde ich vieles schwarz machen. Frage ist halt, muss der Speer wieder weiß gemacht werden? Der wäre dann rechts unten. Aber also, das sind nur Theorien. Ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Also, so wäre ja quasi die Pose der Frau ungefähr. Beide Arme so zum Himmel gestreckt, müsste so hinkommen, meiner Ansicht nach. Genau umgekehrt meinst du, ne? Weil sie, wenn sie das Licht ist. Ach so, wenn sie, ja, okay, du hast recht. Wenn sie aber das ich Licht glaube, ist. Wenn, dann ist die Frau unten links, oder? Weil sie ja auch unten links mehr so steht, also vom Bild gesehen. Aber ich weiß ja nicht, ne? Ja, nee, du hast recht. Das sind nur Theorien. Das ist wirklich, aber das ist schon, also das ist schon ein bisschen kniffliger, das Rätsel, als diese anderen, die ich da hatte. Also ich finde das auch kniffliger als das Klavierrätsel, wenn ich ganz ehrlich bin. Moment, die Frau steht so, also, und sie ist das Licht. Das heißt, wir machen alle anderen dunkel. Ah ne, Quatsch, das war's nicht. Entweder so oder... Ich hab's auch nicht so mit diesen... Ja, es ist schwierig, also man weiß nicht genau, wie sie es haben wollen, auch wenn man es jetzt, wenn das jetzt die richtige Lösung ist, weiß man es ja trotzdem noch nicht genau. Ja, das hier wäre dann die Frau, aber das müssten wir ja die anderen auch noch. Ja, ich schätze, dass das vieles, dass man da das obere zum Beispiel komplett dunkel machen muss, weil da ist ja wirklich gar nichts. Beim Speer weiß ich es nicht, oder vielleicht ist diese tote Person noch ein Licht, ich weiß es nicht, hey. Das ist schwierig. Schwierig, ne? Bestätigst du mir auch. Ja. Ja. Gut. Vielleicht sollte man erst das rechte Bild noch versuchen. Das kommt mir einfacher vor von der Deutung. Ob man da überhaupt auf einen Nenner kommt, ob das überhaupt stimmt, was wir da versuchen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das schon richtig war. Also ich habe ja auch, ich hab's ja auch schon gespielt. Eben, aber eben, als es gerade eben neu war, das Spiel. Und das ist so lange her. Ich meine mich aber zu erinnern auch, dass das stimmt, dass dieses Durchdringen, dass damit der Speer gemeint sein soll. Da bin ich mir eigentlich auch recht sicher. Also, wenn der Speer, naja, er wird ja so ein bisschen schräg gehalten. Ja. Aber richtig schräg wird das andere nur gehalten. Vielleicht nur die, also Mitte.
das erste und zweite von unten und dann das oben rechts, weißt du, was ich meine? Dann sieht es so halbschräg aus. Naja, ich habe schon überlegt, wie man das halbschräg machen könnte. Ich gucke mal eben. Mhm. Wie meinst du jetzt hier von da nach hier oder so? Mittig auf jeden Fall. Also das unten Mitte und Mitte Mitte hell lassen und dann noch das oben rechts hell lassen vielleicht. Unten Mitte und Mitte Mitte hell lassen, die beiden hier. Mhm, und das oben rechts. Ach so, dann... Okay, den Rest dunkel. Dann sieht es aber... So, ja, meinst du? Ja, sieht komisch aus, ne? Sieht komisch aus, ne? Sieht eher so gebogen aus. Mhm. Ich lasse es doch mal, oder so rum halt, dann doch gerade eher, weil da ja doch nicht so schräg ist wie der andere. Aber das haben wir ja eben schon probiert eigentlich. Ja, stell mal die anderen nochmal ein. Also beim anderen ist ja, beim da ist es ja klar, da ist es definitiv diagonal, würde ich meinen. Ja, richtig. Andersrum. Moment. Genau. Ja, und da oben... Ja... Vielleicht. Das ist die Frage, ob es da oben wirklich, ob da vielleicht der Mensch vielleicht doch die Helligkeit darstellt und ob das außenrum dunkel sein muss. Vielleicht doch nochmal genau umgekehrt probieren, so wie wir es eben getestet haben, vielleicht. Ich bin mir nicht aber sicher. Aber es heißt ja, das Licht, das die Finsternis durchdringt. Mm. Und nicht die Finsternis, die das Licht durchdringt. Ja, schon, ja. Naja, gut, mach mal, ja. Aber dann wäre ja eigentlich, ja, schwierig. Ich weiß nicht. Dann wäre ja alles dunkel eigentlich bei dem Bild. Links und rechts, dass man das hell macht, hell lässt, ist ja dann eigentlich sinnlos. Ich glaube, so kommen wir nicht voran. Ja, ich weiß da jetzt auch nicht, ob ich wirklich nicht doch... Also ich meine aber, dass ich habe nichts übersehen in dem Gebiet, wo ich jetzt vorher die ganze Zeit war. Na gut, ich meine, ich habe auch das Jagdgewehr übersehen. Das, da werde ich den Bosskampf ohne bestreiten müssen am Ende. Das wird was werden. Na gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, ja. Ja, Freunde, ihr habt es ja gesehen, zu zweit kommen wir zumindest nicht gleich auch nicht auf die Geschichte. Jetzt würde ich normalerweise erstmal den Aufnahme hier beenden, normalerweise. Werde ich auch machen. Ich weiß aber nicht, wie ich das hinterher... Also wir werden jetzt vielleicht doch noch ein bisschen probieren, wenn John Lust hat. Ich denke mal, er hat. Ah, jo. Oh, und dann würde ich sagen, ich denke, wir haben jetzt hier genug on-screen rumprobiert. Sowohl ich alleine als auch ich mit John. Aber wir sind auf der richtigen Spur, da bin ich mir sicher. Wir sind auf der richtigen Spur und... ich würde sagen, jetzt verabschiede mich erstmal von euch und dann geht das im nächsten Part oder was auch ich, vielleicht schneide ich es auch anders zurecht hinterher. Wir werden es sehen, also erstmal verabschiede ich mich jetzt und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder oder vielleicht sogar gleich noch, ich habe keine Ahnung, werden wir dann sehen. Also macht's gut, ciao, ciao, euer Dreambird. Hallo, da sind wir wieder. Ja, ich hänge das jetzt einfach noch an den Part dran. Wir sind innerhalb von 5 Minuten drauf gekommen. Und zwar, nachdem ich John mein Inventar gezeigt hatte. Und dann kam die Blitzidee. Dann kam die Blitzidee mit der Kamera, mit dem Blitz. Und ja, ich gebe zu, John hatte sie, nicht ich. Wegen der Helligkeit, also wegen dem Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Ja. Yep. Ich habe mich ja damals schon gefragt, was soll ich damit eigentlich fotografieren mit dem Ding? Und hier habe ich eben schon gemacht, deswegen sieht man das jetzt schon, haben wir das eben bemerkt, als wir es einfach mal aus Jux probiert, ja, aus Jux nicht, aber eben probiert haben. Und jetzt haben wir hier durch die durch das Knipsen halt diese diese Dinger da. Ist ein bisschen einfacher jetzt. Jetzt ist es wesentlich. Also vorher wäre das auch wirklich... Ich habe eben gerade schon zu John gesagt, das ist also... ich habe mir schon gedacht, das kann eigentlich gar nicht so schwer sein. So schwer sind die Rätsel eigentlich nicht. Kann man ja so viel deuten, ne? Ich male mir das eben mal ganz kurz auf. Und bin dann auch sehr gespannt, was wir dann bekommen werden. So, dann ist der hier dieser Pfeil so... Und so, ja. Gut, aber ich meine, jetzt habe ich mir halt von John helfen lassen und das ist besser, als wenn ich nachgeguckt hätte.
Sehe ich genauso. Und wir haben ja am Anfang noch ein bisschen zusammen gefailt, also kam jeder auf seine Kosten. Ja, gut, ich habe auch, aber muss sagen, das lag auch an mir. Ich habe zu John gesagt, ich habe hier nichts, was ich hier irgendwie benutzen könnte, aber ich habe nicht an die Bilder gedacht. Es ging nur um den Altar. Jo, dann werden wir das jetzt auch fotografieren, mal, oder denke mal, ne? Garantiert. Jo. Alles klar, und das rechts ist, okay, das ist also zack, zack, zack. Ah, da bin ich damals auch ewig nicht drauf gekommen, das weiß ich noch. Aber da habe ich es zumindest, glaube ich, noch selbst rausgefunden. Ja, wenn ich das mit der Kamera früher gewusst hätte, wäre ich sicher gleich drauf gekommen. Aber ja, das nächste Mal am besten gleich Inventar checken. Inventar checken, ja. Also ich weiß, ich war damals am Klavierrätsel deutlich länger gehockt. Ja, das war heftig. Ich hätte auch, dieses Inventar nochmal. Ich habe mich nur auf diesen verdammten Altar konzentriert und habe da alles ausprobiert. Ach so. Und habe überhaupt nicht daran gedacht, die Bilder zu fotografieren. Also das war wirklich mein Fail. Das gebe ich ja zu. So, jetzt machen wir das mal schnell noch hier fertig. Das ist jetzt. Ach so, aber jetzt. Ja, wird das jetzt dunkel oder hell gemacht? Ich nehme mal an, dunkel. Genau, also. Moment, da. Ach nee, Quatsch. Doch, so. So müsste das sein. Dann hätten wir hier diesen Pfeil. So. Obwohl, ich glaube, es muss genau umgekehrt sein, oder? Ah, gut, probier es erstmal. Jetzt wäre es ja ärgerlich, wenn du es gleich nochmal. Moment, ich muss mal eben. Oder nur die Spitze. Also unsere die Markierung, die du dir abgeschrieben hast, die muss hell sein. Die Markierung, die ich mir abgeschrieben habe, muss hell sein? Die Symbole müssen hell sein. Also das würde, denke ich mal doch, oder? Probier einfach mal, dann wissen wir es ja. Ich dachte, dunkel müssen sie sein. Ja, probier mal, vielleicht, ja. Könnte auch sein, dass ich mich jetzt irre. Aber eigentlich stimmt, das ist ja. Ja, das ist wahrscheinlich, jetzt weiß ich. Da links ist ja das Licht für die Zukunft. Ach, das andere ist auch das Licht, das durch Dunkelheit durchdringt, okay. Das ist schon mal falsch. Gucken wir. Im Grunde jede Taste dann drücken, wenn. Also doch so. Ah, der Pfeil, okay, gut. Das war korrekt. Dann machen wir jetzt das noch. Er ist automatisch weggegangen, also muss es korrekt gewesen sein, das hat er sonst noch nie gemacht. Garantiert. So, und jetzt ist das entweder die andere Farbe oder eben nicht, das werden wir jetzt sehen. Ja, mach einfach mal. So. So. Und hier war's. Jawohl. Und was ist jetzt passiert? Mal gucken. Irgendwie gar nichts, kann das sein? Ach, die Tür, okay. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, John. Ja, freut mich, dass ich doch noch irgendwie helfen konnte am Schluss. Ja. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber okay. Jo. Naja, und ja, ich bin ein bisschen blöd, dich jetzt hier so rauszuwerfen. Nö, ich geh freiwillig, keine Angst. Okay, ja, einmal herzlichen Dank. Und ja, ihr seht, manchmal hilft es halt doch, wenn man mal zu zweit vor der Konsole oder vom PC sitzt. Und dann, ja, das war ja früher auch so, da hat man sie auch besprochen. Ich glaube, hier habe ich auch mal mich mit wem besprochen, weiß ich nicht mehr genau. Deswegen, schönen Dank an John. Und wir machen jetzt gleich weiter. John, ich wünsche dir noch weiterhin vergnügliche Zeit. Ebenso und dir noch viel Spaß. Und tausend Dank nochmal und bis demnächst. Ciao. Ciao.